Gott, Alter, ich schaue so dermaßen beschissen aus. Ich schaue nicht besser aus. Nein, Schatz, du bist wunderschön. Gott, habe ich einen beschissenen Ehemann. Den ehrlichen. Servus, meine lieben Unterlöchchen, und willkommen zu Vlogmas Nummer 3. Wir haben jetzt den 2. Dezember und wir dürfen dann heute auch unser zweites Türchen aufmachen. Yay. Ich freue mich schon. Ich hoffe, dass wir dann endlich mal etwas Gescheites haben und nicht nur dieses Podestchen von dem Auto. Ja, nicht wundern, warum hier meine Lippe so weiß ist. Ich habe mal wieder einen Lippenherpes oder es bitzelt zumindest und deswegen kommt es einfach mal provisorischerweise da drauf und ein kleines Pünktchen ist auch schon durchgesickert, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt eine Barriere ist. Und ja, wir haben jetzt heute einiges mal wieder vor, wie immer halt. Der Keller muss weitergemacht werden, dann müssen wir den Tinico noch wegpacken. Der ist nämlich kaputt oder irgendwas funktioniert da nicht. Den müssen wir wegschicken und dann habe ich auch noch vor, das Fensterbrett endlich zu machen. Aber das seht ihr jetzt, von dem her wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Vlogmas Nummer 3. Au, 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 au. Achso! Ich weiß nicht, was du willst, ey. Bei uns gibt es jetzt Frühstück, Zimmerchen. Und schaut mal, mein Mann hat sogar diese Schüsselchen hier getan. Er hat sogar auch eine Schüssel. Schüssel. So. Jetzt lassen wir uns das schmecken und gucken nebenbei irgendetwas. Von Mania Plus. Okay, auf Disney Plus. Und ich habe hier von Lidl mal diesen Bio-Haferdrink und der ist gar nicht mal so verkehrt. Allerdings, jetzt spinnt schon wieder der Autofokus. Allerdings ist da halt keine Mandel mit dabei und ich persönlich mag das eher, wenn da noch ein Tickchen Mandelgeschmack mit dabei ist. Aber ist echt, echt gut. Wir haben jetzt schon fast 10 und wir müssen jetzt endlich in die Puschen kommen. Mein Mann ist jetzt endlich unten im Keller und macht da weiter. Und ich werde jetzt hier die Bude noch ein bisschen aufräumen, damit es für morgen endlich sauber aussieht und wir nicht mehr allzu viel machen müssen. Denn wir gehen nicht heute einkaufen, beziehungsweise wir holen nicht heute den Wocheneinkauf ab, sondern morgen. Und ich habe jetzt meine Kopfhörer drin. Und werde jetzt hier ein bisschen rumwuseln. Starten wir einfach gleich mal in der Küche. Da schaut es übelst aus. Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt dafür dann insgesamt brauchen werde. Besser als vorher. In der Spüle ist jetzt noch einiges, was noch abgespült werden muss. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Boden zum Saubermachen. Dann bin ich in der Küche soweit fertig. Und dann werde ich mich jetzt auch mal, yay, ans Badezimmer machen. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents inside. This year so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. So, mit dem Badezimmer bin ich jetzt soweit fertig. Ich habe hier alles einmal geputzt. Ich habe auch die Zeit dann genutzt und habe hier einmal noch alles neu sortiert, drüber gewischt und habe auch den Toilettensitz mal jetzt in der Badewanne ein bisschen abgebraust und jetzt muss ich da eigentlich nur noch staubsaugen. Aber das werde ich wahrscheinlich zum Schluss machen, denn jetzt hat ist auch der Flo hier dran. Juhu! Okay, Planänderung. Ich mache erstmal das Schlafzimmer. Oh Mann, was steht denn da jetzt schon wieder alles rum? Okay, das ist ein Body. Wie auch immer der zusammengelegt ist. Das sieht aus wie ein Dürüm-Döner. Ja, der Kott. Der gehört so nicht hin. Naja, komm. Jetzt tue ich die Wurst einfach mal rein. So, und das ist, ich glaube, was ist das? Von der Carrera waren vielleicht die Autos. Oder hier von, nee, die sind viel kleiner. Ich tue die jetzt einfach mal rüber. Die kommen dann einfach zur Carrera Bahn. Und wenn es falsch war, dann, ja, muss mein Mann das halt korrigieren. Aber dass man die Autos dann vielleicht ein bisschen einfacher wieder
einräumen kann. Dann kommt es jetzt mal dahin. Vor lauter Genervtheit, weil ich da wieder Sauerei gemacht habe. Einfach mal rausgeschmissen. Und die Kammer muss ich auch aufräumen. So, da ist ein Küken. Das brauchen wir. Und dann hier, das ist schon wieder so dunkel. Das ist eigentlich da, um die Feuchtigkeit im Raum so ein bisschen runter zu machen. Und hier habe ich einen Tipp gelesen gehabt. Man soll einfach mal Salz nehmen. Schaut mal her, wie fest es hier unten ist. Also es nimmt schon einiges an Feuchtigkeit auf. Ich weiß allerdings nicht, ob das ausreicht, weil wir haben im Schlafzimmer so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach mal ganz kurz das Bett. Und jetzt werde ich das hier noch ganz kurz verräumen. Wir wollen ja den Fernseher oder den Bildschirm, sage ich jetzt mal, zum Gebrauchbahnhof bringen. Und da werde ich jetzt dann heute hier wahrscheinlich die Kiste zusammenstellen, was wir alles noch hinbringen müssen. Wir müssen nämlich auch endlich den Tinico wegbringen. Und dann müssen wir auch noch zum Lidl oder zum Aldi fahren, weil wir brauchen noch Käse für die Pizza. Heute Abend gibt es wieder Pizza. Und wenn wir eh unterwegs sind, dann werden wir das wahrscheinlich noch zum Gebrauchbahnhof bringen. Aber jetzt werde ich erstmal das noch aufräumen und dann bin ich eigentlich soweit fertig jetzt hier im Schlafzimmer. Später muss ich, wie gesagt, noch staubsaugen. So, Schlafzimmer ist ready. Und wir tun übrigens immer die Stecker raus, einfach um so ein bisschen Strom zu sparen. Ja, das ist soweit fertig. Der Wäscheständer, der stört mich so enorm, aber er passt halt nirgends hin. Ich muss noch überlegen, wie genau ich das lösen werde. Jetzt kümmern wir uns allerdings erstmal um das hier. Das muss nämlich auch noch aufgeräumt werden. Fertig. Juhu. Sieht so kahl aus. Irgendwas fehlt da. Oder was sagst du, Schatz? Schatz, ich brauche deine Hilfe. Okay. Gut. Ich hätte das Chaos eindeutig vorher beseitigen sollen, denn jetzt ist Remi da gewesen und war am Werk. Na toll. Naja, ich werde jetzt erstmal die Wäsche hier raussortieren und dann auch dementsprechend trennen. Denn wenn wir eh dann auf dem Weg nach unten sind, werden wir noch eine Ladung Wäsche definitiv waschen. Und das kann ich auch gleich mal mitnehmen. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja etwas, wo wir die Gläser dann entsorgen können. Die nerven mich eh schon. So, die Kammer ist einigermaßen aufgeräumt. Und jetzt hat Lemos noch der Staubsauger geladen. Dann kann ich das hier endlich wegmachen. Jetzt mache ich noch schnell das Licht aus. Boah, jetzt haben wir auch schon 11:30. Fokus funktioniert wieder nicht. Den Papa den nehmen? Hm? Kleiner Mann, du darfst entscheiden. Aldi oder Lidl? Lidl. Ja, klar. Okay. Sieht so süß aus. Grau in Grau. So, jetzt gehen wir noch zum Lidl. Ich glaube, der Kleine reicht, oder? Ja, will den großen Wagen nehmen. Willst du einen großen Wagen nehmen? Ja. Ja, bist du schon ein großer. Was, du willst dich reinsetzen? Bist du faul geworden? Wir gehen nur schnell zum Lidl, weil wir noch Käse für die Pizza brauchen. Wir waren nicht beim Rewe, sondern beim Lidl. Hab du gesagt? Wir gehen nur schnell zum Lidl, weil wir noch Käse für die Pizza brauchen. Danke. Käse für die Pizza. Käse für die Pizza. Käse für die Pizza. Lass uns bitte stehen, kleiner Mann. Ja, was hast du denn da? Aha! So, ich esse jetzt halt auch noch kurz und dann mache ich mich an den Plätzchenteig. Aber jetzt esse ich erstmal meinen Sushi. Boah, ich habe jetzt gerade mal meine alten Videos durchforstet, weil ich hatte... Hallöchen, kleiner Mann. Was machst du denn hier, ha? Ich zeige. Was willst du zeigen? Ich google. Nee, Schatz, die brauchen wir nicht zeigen. Weil ich nämlich das Rezept nicht mehr gefunden hatte. Das ist anscheinend irgendwo unten im Keller. Für die Plätzchen. Nee, der Papa, der ist noch kurz unterwegs. Und jetzt werde ich mal ganz kurz den Plätzchenteig vorbereiten. Und dann kommt der raus zum Abkühlen. Ich weiß bloß nicht, ob ich aus einem Kilo Mehl oder aus einem halben Kilo. Da muss ich mal schauen. So, nachdem mir dann das Mehl ausgekommen ist, müssen wir jetzt hat 750 Gramm Butter verwenden. I was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost.
lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is der Plätzchentag ist jetzt fertig und der wird jetzt dann hier eingerollt wie in so einer Burrito-Rolle. Das sind schon Burrito. Nee, kleiner Mann. Nee, du hast schon ein kleines Stückchen genascht. Doch, du hast schon ein kleines Stückchen genascht. Bitte schön, Schatz. So. Papa, komm. Hast du vom Papa was bekommen? Ja. So, jetzt werde ich das hier noch einrollen. Und dann sind wir zumindest vom Plätzchenteig soweit fertig. Nein, Schwaschen. Das brauchen wir. Da. Super. Mein Projekt ist jetzt nämlich, endlich hier alles einmal wegzuräumen und dann sauber zu machen. So, wie kriege ich jetzt die Eisenbahn weg? Ha, ich bin der King! Was? Ich bin der King! So, Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas. Ich will da noch irgendwas reintun, da würden so Zweige oder so richtig gut passen. Das ist etwas, was ich ihm immer wieder sage, was echt total wichtig ist, aber er unterschätzt es jedes Mal. Man braucht es ja nicht. Fitzchen! Willst du es genauso schön machen wie ich, ja? Du musst es so schön haben, was du machen musst. 1000 Pfund, ja, dieser Schein wird das Rätsel lösen sein. Dieses Stück schon leicht veraltet, wird erst geschnitten, dann gefaltet. Hier sei erwähnt, nur rein formal. Grau ist der Berg und grün das Tal. Leg Stern auf Stern, klett Berg und Tal und finde sie die Lösungszahl. Es ist gesagt, ich müsste das mal so falten. Da steht Ost. Nein, 051. Oder 150. Ja. Und dann kann man das wieder verräumen. Irgendein Fenster ist auch nicht höher. Victorias Zimmer. Ja, du wartest hier, kleiner Mann. Papa kommt gleich wieder. Schau mal, willst du mal die Lichter da draufstellen? Guck mal, das sieht bestimmt toll aus, wenn du die Lichter hier draufstellst. Ja, willst du sie mal reintun? Ja. Ja, dann komm her. Genau, super. Oh Mensch, oh, jetzt sind sie aus. Super. Die sehen toll aus, ha? Ja. Ja, wir haben uns jetzt nämlich, beziehungsweise ich, hab mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich diese Bretter hier, also diese, für Bilderrahmen quasi hier hinmachen möchte. Genau. Eins links so hier unten und das andere rechts so ein bisschen weiter oben. Ich zeige mal ganz kurz die Wand, wie sie vorher ausgesehen hat. Also, so sieht die Wand quasi vorher aus. Süß, oder? So, jetzt haben wir zumindest schon mal das Weihnachtsdorf hier aufgebaut. Ich finde es echt total schön. Und es sieht zwar scheps aus, aber das ist wirklich gerade. Wir haben auch noch einmal nachguckt gehabt und das ist gerade. Also keine Ahnung, was da los ist. Das ist einfach wirklich hier in der Wohnung so, dass es alles ein wenig krumm und scheps ist. Ja, jetzt bin ich halt noch am Überlegen. Aber ich finde halt das Dorf, das schaut halt da irgendwie am besten aus. Weil da kommt es eher rüber. Oder soll ich es vielleicht oben hin machen und dann kann ich unten Bilder hin? Jetzt schaue ich aber erstmal, wie die Bilderrahmen da oben dann überhaupt ausschauen würden. So, ich habe jetzt hier oben, habe ich einmal einen kleinen Bilderrahmen, dann einen großen.
Und dann habe ich hier noch so ein Duftding, das haben wir von der Luna da. Und da unten ist jetzt, wie gesagt, das Weihnachtsdorf. Und ich finde das so schön. Das sieht voll toll aus. Gell, Schatzi? So, und dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schatz, er mag nicht. Und ein kostenloses Abo könnt ihr natürlich auch immer gerne hinterlassen. Und dann sehen wir uns morgen bei Vlogmas Nummer 4 schon. Oh mein Gott, die Zeit vergeht einfach so schnell.